Und damit kam die ganze Illusion zum Erliegen. Die Nörgler sahen ihre Hohlgeborenen so, wie sie wirklich waren und nicht so, wie ich es ihnen glauben machen wollte. Am Ende des Tages hatten sie damit begonnen, auch mich in einem anderen Licht zu sehen. Ich verstand nicht, was geschehen war, aber ich sah, dass ich fliehen musste. Jeder Verdacht, der aufkam, jede verblasste Erinnerung an das, was ich getan hatte. Ich unterdrückte das all das und verdrängte es. Sie fühlt sich kalt an, einsam, starr. Meine Fähigkeit ließ mich im Stich, aber ich tat, was notwendig war. Ich bedauere den Tod der Mutter, aber es hätte viel schlimmer werden können, wenn ich nicht gehandelt hätte. Ich verstehe, du musstest dich verteidigen. Unschuldige Leben zu schützen ist jeden Preis wert. Du hast den Dörfern deinen Willen aufgezwungen, das war falsch. Es gab auch noch andere Wege. Du hättest für die Kinder Hilfe von außen suchen können, oder du hättest fliehen können, wenn du Angst um deine Sicherheit hattest. Nehmen wir mal die zwei. Yes. And yet, was the mother not also innocent? Did she not also deserve my protection? I feel the purity of my reasons, and yet little satisfaction for what I've done. Ja, und trotzdem war die Mutter nicht auch unschuldig, hatte nicht auch sie meinen Schutz verdient. Ich fühle die Reinheit meiner Gründe und dennoch wenig Zufriedenheit über meine Taten. Das Richtige zu tun ist nicht immer der einfachste Weg. Trotzdem, wenn wir damit die verlorenen Kinder des Dürrwalds erlösen können, wird unser Kampf die Mühe wert gewesen sein. Einen anderen zu beherrschen ist falsch und sei es um der Gnade willen. Wir müssen akzeptieren, dass es einige Dinge gibt, die wir nicht kontrollieren können. Ich möchte nicht länger mit dir auf Reisen sein. Nein. Eigentlich das Erste, wirklich. Die Kinder des Dürrwalds erlösen. Der Verstand der trauernden Mutter ist mehrere Augenblicke lang stumm und leise. Sie lässt seine Worte über sich schwappen und die Risse und Ritzen ihrer eigenen Gedanken fließen. In die Risse und Ritzen. My actions only caused more misery. Worse, I took from an entire village, made them as empty and helpless as the children I sought to protect. Meine Taten haben nur noch mehr Leid verursacht. Schlimmer noch, ich habe ein ganzes Dorf beraubt. Ich habe sie so leer und hilflos gemacht wie die Kinder, die ich zu schützen versuchte. But you feel it was right to hold and direct their minds, even knowing the cost? Aber du findest es, dass es richtig war, ihren Verstand zu halten und zu führen, obwohl du die Konsequenzen dafür kanntest? Damals warst du dir der Konsequenz noch nicht bewusst. Unseren Weg müssen wir häufig mit unvollständigem Wissen planen. Die Gnade gab den Kindern eine Chance und brachte ihren Familien Freude, wenn auch nur für kurze Zeit. A melody, brief yet sweet, a fragile thing to cherish while it lasts. A short turn of the wheel, but a turn all the same. Eine Melodie, kurz aber süß, ein zerbrechliches Ding, das man schätzen sollte, solange es Bestand hat. Eine kurze Umdrehung des Rats, aber trotzdem eine Umdrehung. Mehrere Augenblicke lang sagt sie nichts mehr, deine Worte haben meinen Verstand beruhigt. Auf Arten, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Wächterin, ich danke dir für die Gabe deines Sehens. Dafür, dass du mich aus dem Gefängnis meines Verstandes geführt hast. Lass uns hoffen, dass sie dich auch von den Illusionen befreien kann, die Taos um dich gesponnen hat. Hey, Level up. Quest abgeschlossen. Traum und Erinnerung. Im letzten Traum brachte die trauernde Mutter ein Hohlgeborenes auf die Welt und dennoch, als die Zeit kam, das Kind seiner Mutter zu geben, benutzte sie ihre Fähigkeiten eines Mediums, um die Frau zu überzeugen, dass ihr Kind vollkommen und gesund sei. Nur die trauernde Mutter kann mir sagen, was das bedeutet und ob ich ihr jetzt vertrauen kann. Als ich der trauernden Mutter über den Traum mit den Hohlgeburten berichtete, fiel sie in eine gefährliche Trance, aus der ich sie aber wieder herausholen konnte. Weitwinds Vermächtnis begann, als sie Hebamme bei der Geburtsglocke war. Als das erste Hohlgeborene auf die Welt kam, flocht sie eine Illusion um den Verstand der Kindsmutter, damit sie sich um das Kind kümmern würde. Der Fluch aber setzte sich fort und sie reizte ihre Fähigkeiten bis an ihre Grenzen aus. Die Erinnerungen an die seelenlosen Kinder und die Kontrolle, die sie auf das Dorf ausübte, verfolgen sie noch immer. Die trauernde Mutter wird immer noch von ihren Taten bei der Geburtsglocke und ihrem letztendlichen Scheitern bei der Rettung des Hohlgeborenen dort verfolgt. Trotzdem tat sie zu jener Zeit ihr Bestes. Wenn wir eine Gelegenheit zur Umkehr des Vermächtnisses finden können, dann bin ich mir sicher, dass es ungeachtet der Kosten die Mühen wert sein wird.
Mehr kann ich nicht. Gut. Aber ich kann mein Level abmachen. Ich habe jetzt Stufe 11 erreicht. Noch ein Punkt in Mechanik wäre eigentlich mal wichtig. Ich habe ja nur noch inspirierender Triumph, weil alles andere sind Sachen von anderen. Nö, eigentlich nicht. Das ist alles mein Zeug. Heilungskette. Der Paladin wird einen einzelnen Verbündeten als Ziel zum Heilen aus. Die Wirkung springt jedoch bis zu 6 Mal einschließlich des ursprünglichen Treffers zwischen Verbündeten hin und her. Mhm, beschleunigende Ermunterung. Fördert die Durchdringlichkeit in einem Verbündeten des Paladins, wodurch seine Angriffsgeschwindigkeit erhöht wird. Auch nicht schlecht. Das war Verbündeten, der das gleiche Ziel angreift. Das war einfach Wiederbeleben. Verstärkende Ermunterung. Wieder ein Verbündeten. Mhm. Schwächung der Unwürdigen. Hebt vorübergehend positive Effekte. Befreiende Ermunterung. Inspirierender Triumph. Nee, eifriger Fokus bringt uns nicht viel. Und eifriger Sturmangriff auch nicht. Angriffsgeschwindigkeit, eigentlich mehr Schutz. Gut. Das ist sogar ein Pro-Bewegungsding. Und das hier sind meine Watcher-Sachen. Oh, 20 Sekunden hebt das. Schmelztiegel der Seele. Feindliche Einheiten im Wirkungsbereich nehmen Brandschaden. Jupp. I'm here. So, damit habe ich die Quest der trauernden Mutter auch abgeschlossen. Das heißt, die einzige... Quest hier, die noch von einem Charakter ist, ist... Lumens Prüfung. Das heißt, wir können noch mal auch noch mal kurz mit Lumens reden, wenn wir hier aus der Höhle raus sind. Dann hatten wir heute viel Korrespondenz mal wieder. Aber dann können wir uns auch wieder den Hauptaufgaben widmen. Hm? If doubts and curiosity plague you, you're skinning your knuckles on the wrong door. Ja, ich möchte mehr über dich erfahren. Herr Grunst, woher stammst du? Where I hail from? From one of Margrin's fires. A cathedral. Ashfall. Made of blackened trees. Und wo ich komme, du und Sonst, einen Moment lang greift seine Hand den Stab etwas fester, dann entspannt sie sich. Aus einem von Margrans Feuern an die Kathedrale, Aschfall gebaut aus geschwärzten Bäumen. I studied the scriptures there. The fires carved into the land. The trunks of the burnt trees. And in the factories where the rifles and cartridges were shaped. All our chapels in other devotions. Ich studierte die Schriften dort, die das ins Land gebrannten Feuer, die Stämme der verbrannten Bäume und in den Fabriken, wo man die Gewehre und Kartuschen fertigte. Alle sind Kapellen in anderen Andachten. Andere Andachten? Durins nickt. Magran sieht jedes Feuer als anbetungswürdig an. Physisch oder nicht. Der Amboss eines Schmiedes, der die Werkbeine des Handwerkers. Alle Arenen, in denen Feuer auf seine Geburt wartet. Du stimmst mit seinem Finger.
Mehr seinen Funken braucht man nicht. Ein alchemisches Feuer vielleicht. Oder einen Funken an Kartuschen. Und schon werden sie schneller in ihrem Zweck zugeführt. Ihrem Zweck? Durns neigt seinen Kopf und denkt nach. Nun, ihren damaligen Zweck, und zwar vor langer Zeit. Durns kratzte sich den Bart. Der Marmor war damals etwas heller als jetzt. Aber ja, Kartuschen und Gewehre, alle hatten sie einen Zweck. Und dieser Zweck bestand darin, Löcher in Magier zu schießen, dass diese wichtigtuerische Luft aus ihnen herauszischt. Durns lächelt, Dünder nickt. Ihre Art hat es gleich aufgeweckt und sie, anstatt zu schlafen, in der Dunkelheit an die Decke starren lassen, so viel ist sicher. Ein bisschen Gewalt als Unterschied, eine Antwort auf unkontrollierte Macht. Nun, Magran hat darauf eine Antwort gegeben. Magran hat Soldaten mit Magiern gleichgestellt? Durns singt erneut. Magier waren damals ziemlich lästig. Feuerwaffen machten jeden Mann zum Magier und die hübschen arkanen Schilde der Zauberwirker hatten ihnen nur wenig entgegenzusetzen. Es verwandelte jeden Gemeinen in ein feuerspeiendes Biest. Es machte das Schlachtfeld dem Erdboden gleich, so viel ist sicher, und schickte viele Magier ins Grab. Erzähl mir mehr über Aschfall. Durins Gunst, das interessiert dich mehr als die meisten von Magrans Gläubigen. Was kannst du mir noch über Aschfall sagen? Was gibt es da noch zu erzählen? Durins runzelt die Stirn und greift seinen Stab wieder etwas fester. Seine Finger scheinen förmlich im Holz zu versinken. Der heilige Sitz, das ist eines der größten Feuer vom Magran. Er zuckt mit den Achseln. Manche sagen, dass nachdem das Feuer satt ist, nur das Pechschwarze zurückbleibt. Nicht das Böse, sondern die schwärzeste Asche. Er hält inne. Ich hatte sie schon mal Kathedrale genannt. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Eigentlich ist sie mehr wie ein Schlachtfeld, das mitten im Schauplatz des Krieges der schwarzen Bäume liegt. Sie wurde aus dem Holz des verbrannten Waldes dort errichtet, und jedes Stück Holz wurde vom Feuer von einer der größten Schlachten Magrans gesegnet. Viele von uns halfen dort mit den Kriegsanstrengungen, mit Flammen und Feuerwaffen. Wie kann man sich die Kathedrale vorstellen? Massiv, wunderschön, gesegnet von der Göttin. In ihr können ihr Flammen nichts mehr anhaben. Durins Augen wandern zu seinem aschgrauen Stab und studieren die Einkerbung. Darunter Tunnel und Kammern, Blasebälge und Feuergruben, und viele der Gläubigen, die nach Wege suchen, das Feuer in die Welt zu bringen. Er wendet seinen starren Blick vom Stab weg und schaut die an. Feuerwaffen, Sprengstoffe, Alchemie. All diese gehören zu unseren heiligen Symbolen und wir teilen sie gerne mit anderen. Dein Stab da scheint wohl ein heiliges Symbol zu sein. In a way, this is more of what's left behind when flame strikes. If Ashfall is a cathedral propped up and fenced with such sticks, then this stick, well, this is what props me up as I walk the cathedral of my road to other Ashfalls waiting to be made, perhaps. Das hier, du ins Blinzel, da so überrascht sei. In gewisser Weise das hier. Er zog mit den Achseln. Das hier ist mehr davon, was übrig bleibt, wenn die Flamme zuschlägt. Wenn Aschfall eine Kathedrale ist, die von solchen Stäben gestützt und eingezäunt wird, dann wird mich dieser Stab, naja, er wird mich stützen, während ich die Kathedrale meines Wegs beschreite. Vielleicht zu einem anderen Aschfall, das auf seine Entstehung wartet, wer weiß. The wood is taken from the war of black trees. Sturdy. It served me well on my travels. Been a boon companion. Er wiegt es und dreht es in seinen Händen. Das Holz stammt aus dem Krieg der schwarzen Bäume. Sehr robust. Es hat mir auf meinen Reisen gute Dienste geleistet und war mir ein treuer Gefährte. Was sind das für Einkerbungen auf dem Stab? Dienst Duvel? Lass uns alle Mysterien und Fragen bei ihm belassen. Zumindest bis zu unserer nächsten Rast. Okay. Mehr hat er gerade nicht. Ich muss übrigens auch immer noch gucken. Gesang der Wildnis. Ne, von großen Adra-Gebilden. Das könnte der Adra-Bogen in Ulmenkaps sein. Und der Wolkensinger ist oben garantiert im Hyela-Tempel irgendwo zu finden.
So, das heißt, wir steigen hoch. Eine Treppe windet sich den Berg hinauf. Du steigst mühsam höher und höher. Die Aussicht ist beeindruckend. Nach einem kurzen Stück wird dein Fortschritt allerdings unterbrochen. Ein großer Felsen scheint von oben auf den Pfad gefallen zu sein und liegt nun mitten auf dem Weg. Die Gegend untersuchen. Der Felsen liegt eng an der Felswand, sodass du auf dieser Seite nicht an ihm vorbeigelangst. Auf der anderen Seite des Abhangs ist jedoch gerade genug Platz, um auf die andere Seite zu gelangen. Der Felsen hat bei der Landung jedoch die Stufen darunter zerschlagen.